Willkommen zu einem neuen Vlog, Leute. Ich besuche heute Easy Cheesy, beziehungsweise die ist heute hier in der Nähe. Also ich glaube noch so 40 Minuten ungefähr mit dem Auto entfernt. Und da fahre ich jetzt hin. Wir machen ein paar Real-Life-Videos und haben auch irgendwas anderes geplant. Ich weiß aber noch nicht was. Ich bin gespannt. Leute, ich bin jetzt fast da. Ich habe das im Intro, glaube ich, ein bisschen schlecht erklärt. Easy ist mit ihrem Camper wieder unterwegs, hat hier in der Nähe einen Stellplatz und da bin ich jetzt hingefahren. Ich habe mich aber, glaube ich, verfahren oder so. Ich weiß nicht, wo die mich hier hinführt. Hier ist so ein Wald und das sieht alles aus wie so ein Privatgelände, wo ich hier bin. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss irgendwo in der Nähe sein. Ich hoffe, wir finden sie. Ach ja, und Easy hat irgendeine Überraschung für uns geplant heute. Hat mir ein paar Tipps gegeben. Ich habe das hier mitgenommen, weil ich glaube, das werde ich brauchen. Mal sehen, was wir machen. Ich rufe die jetzt auf jeden Fall erstmal an, weil ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Leute, ich habe es gefunden und es hat sich wirklich illegal angefühlt, hier drauf zu fahren. Das ist, ich zeige es dir einfach, dann seht ihr selber. Hier ist auf jeden Fall der Camper. Da haben wir Frau Cheesy. Moin! Nein, was soll ich machen? Wie, warte? Easy, hi. Fängst du erst die gleich an aufzulegen oder was? Moin! Moin! Guck mal, das hat sich illegal angefühlt. Das ist ja kein... Das ist schön, wo hast du mich hier hingeführt? Ja, das ist echt schön. Warte. Aber ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ja, aber pass auf, dann... Ich wollte gerade sagen... Hast du die Pferde schon begutachtet? Oh, nee. Das sind Pferde. Das sind Islandpferde. Okay. Wir gehen heute reiten, Ryan. Ich habe schon erzählt, dass wir eine Überraschung haben, aber ich habe nicht erzählt, was die Überraschung ist. Aber jetzt weiß man es. Die Überraschung ist, dass wir reiten gehen heute. Ich habe was mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Halt mal kurz. Ich bin kein guter Kameramann. Ist nicht schlimm. Weil ich eine Kamerafrau bin. Das hier. Wow, was ist das? Das sind meine Reitschuhe von... Die Schuhe deiner Freundin. Vor 15 Jahren oder so. Okay, geil. So sehen sie auch aus. Das erste Video haben wir jetzt sogar schon aufgenommen, Freunde. Easy hat hier wirklich ein professionelles Equipment am Start. Yeah! Allerdings habe ich keine Ahnung von meinem eigenen Equipment und weiß nicht, was ich tue. Aber Ryan hilft mir. Ja, der ist natürlich Experte. Ich möchte noch eine Roomtour für den Vlog, Easy. Ja, let's go, machen wir eine Roomtour. Also. Du hättest einfach nur einmal so zur Seite schwenken müssen und sagen müssen, fertig. Wow! Trotzdem, ich möchte so eine MTV Cribs Roomtour. Okay, passen also. Sie genau auf. Also, wir befinden uns hier in der Lounge des ganzen Campervans. Wow! Hier einen Tisch, der ist absolut drehverstellbar. Hier, der kann alles, der kann so machen. Wow! Der kann so machen. Das ist sehr krass. Wir haben hier ein Setup, wo wir sitzen können. Auf jeden Fall. So eng hier erstmal mit drehen. Rausschauen in die Natur. Sind wow! Also richtig in der Natur. Hinten die Fenster. Zwei. Zwei Fenster. Doppelverglaste, super reflektierende. Keine Ahnung, was jetzt. Achtfach verglast dann eben. Wir haben hier das Küche. Let's go, wir gehen in die Küche. Ja, ganz ruhig, ich muss erst mal rauskommen. Guck mal, wie eng das hier ist. Ja, warte, ich stoße vielleicht den Kopf. Ich bin nicht fett. So. Ich bin so muskulös. Okay, wir haben hier die Küche. Im Moment funktioniert der Kühlschrank nicht, der ist ausgefallen. Nach ganzem Gebrauch von einem Tag kann man nichts machen. Ich kühle das Ganze jetzt mit Eiswürfeln. Es ist so eng, man sieht hier eh nichts. Ja, das ist so da rangezoomt alles. Okay, dann haben wir jetzt hier das Spülbecken, den Herdinduktion. Wow. Natürlich das Beste vom Besten. Schränke. Wow. Ryan. Was haben wir da? Eine Erdbeere? Erdbeere? Ja, die nehme ich, danke. Wow. Okay. Mein Aufnahmesetup in meinem Aufnahmebereich. Der das ist ganz wild. Also hier nehme ich auf. Mit Mikrofon, mit, wie heißt das, dem Bildschirm, mit allem, was man so braucht. Und hier im Moment ist natürlich, dadurch, dass Ryan hier drin ist, ist nicht viel Platz, weil er nimmt halt sehr viel Platz ein. Deswegen ist er jetzt hier ein bisschen unordentlich. Wegen meinem Bizeps, ne? Der Bizeps. Was habe ich vergessen, Easy? Das Badezimmer. Ich muss aber einmal, ich komme ja nicht durch jetzt. Ja, das ist wahr. So. Ich mach das auf, das ist ein bisschen kompliziert. Komm durch. Das ist kompliziert? Das ist doch einfach ein Griff, ja, oder? Ja, das muss man drehen. Ich bin Techniker, ich bin Experte. Dann wow! Mit ausfahrbarer Toilette. Nein! Elektronisch ausfahrbar. Geil! Spiegelschrank und Dusche oben, Regendusche. Das alles. Hat eine Dusche! Klar, ja, wie krass. Dusche. So, Freunde, wir haben jetzt schon ein paar Videos gefilmt. Jetzt gibt es eine kleine Mittagspause. Ich lasse mich jetzt erstmal bekochen. Hier haben wir die Meisterköchin. Ich muss erstmal aufmachen. Meine Haare liegen gar nicht. Was willst du? Darf ich reinkommen oder noch nicht? Aber meine Haare machen kann. Okay, ich filme dich noch nicht. Du kannst auch deine Haare machen. Okay, fertig. Hallo, Meisterköchin. Hallo. Was gibt's heute Leckeres? Es gibt Tortellini, Spinat, Ricotta und Käse. Wow. Käse. Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Erschieß mich. Und beim Kochen auch. Den Beutel öffnen und die Pasta in einen Topf mit 2 Liter kochendem Wasser 3 Minuten erhitzen. Wow, hey, das klingt richtig anstrengend. Muss mir mal helfen, hier mehr Wasser reingießen, ey. Okay. Ich hab nicht genug Wasser. Ach ja, stimmt. Daraus kommt das jetzt. Oh, ja,
Junge! Soll ich dir? Ja, okay. Ich kann nicht helfen. Ich habe beide Hände voll. Ich habe die Kamera in der Hand. Ich helfe dir beim Filmen. Ich bin mentaler Support, Easy. Wow! Okay. Sehr schön. Wie viele Liter sind das jetzt, Ryan? Miss mal ab. Drei. Wir brauchen vier. Vier sind rein. Ist mir jetzt egal. Easy, ich habe hier was gesehen. Ja. Achso, das ist mein WLAN-Passwort. Zeig das bitte nicht. Die Portionen sind angerichtet, Leute. Schreibt in die Kommentare, wem gehört wohl die Portion und wem gehört die Portion? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist meine. Was? War nur ein Spaß, Ryan. Ich muss hungern. Das ist meine. Da sind die guten Portionen, Leute. Jo! Easy hatte noch schön Tzatziki und Gyros. Lecker! Und wir machen jetzt so einen Mukbang. Ich habe das eigentlich aus Spaß gesagt und jetzt machen wir das wirklich. Ja, Ryan freut sich richtig. Ich hasse es, beim Essen gefilmt zu werden oder angeguckt zu werden. Das wird super. Leute, wir machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang. Wir sind mit den Aufnahmen durch. Achtung, Baum. Und, oh, da bin ich fast drüber gestolpert. Danke, Easy, du hast mir das Leben gerettet. Oh nein! Au. Easy hat ihre. Ich hab mein Bein gebrochen und musst mich tragen. aber ich muss auch filmen, das geht nicht. Oh mein nicht. Gott, eine Zecke! Das wär's jetzt. Easy hat ihre Mini-Vlog-Kamera mit. Ja, die ich ist meine wirklich, Vlog-Kamera nicht, die habe ich mir extra die gekauft. Die ist viel zu groß dafür. Die ist auch super schwer, Ryan. Halt. mach ich gleich. Halt die mal so, wie du vloggen würdest. Wie würdest du das damit machen? Direkt auch vorm Gesicht. Wie sieht das aus? Ja, das sieht gut aus auf der Kamera. Ja, das kann man so machen. Perfekt. Ja, würde ich schon so lassen. Hast du meine Nasenlöcher gesehen? Oh, weiß ich gar nicht, bestimmt. Nee, habe ich mir operieren lassen. Die Haare sind schon weg. Echt jetzt? Habe ich mir lasern lassen. Leute, wir sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr reiten gegangen. Easy, möchtest du nochmal den Leuten sagen, warum nicht? Ryan ist zu fett. Ja, ich bin zu dick. Was war das Maximalgewicht? Maximalgewicht zum Reiten auf Islandpferden war 85 Kilo. Mhm. Und Ryan, wie viel wiegst du? 107. Das ist zum Kotzen. Sorry. Da bin ich ganz knapp drüber. Ja. Minimal. Vielleicht können wir morgen reiten gehen und du läufst daneben. Ja, ich jogge dann. Ich jogge und du reitest. Okay. Toll. Machen wir so. Das ist der Matschweg. Guckt euch Easy-Schuhe an. Ja, gute Wahl. Nicht wahr? Weiße Schuhe. Ja, und ich habe auch helle Schuhe an. Richtig gut. Wir sind smart. Ja, und wer darf die ganze Zeit die Kamera halten? Ich natürlich. Nein, Mann, ey. Ja, ich mach Bizeps-Curls die ganze Zeit. Der wird größer jetzt. Müssen wir mal testen. Warte, pass auf, Matschweg. Aber da ist Matsch im Weg. Das ich geb dir die Kamera. Nein, den komme ich nicht an. Klar, die kriegst du. Oh mein Guck. Gott. Oh. Perfekt. Warte, Bizeps-Curls? Ja. Warte, guckst du? Ja. Oh mein Gott, die fällt gleich runter, ich sehe das schon. Die gleiche Matsch gelandet, ne? Dann war's das. Ja, aber geht. Aber siehst du meinen Bizeps? Boah, ja, der ist riesig. 55er Bizeps, glaube ich. Ja. Okay, muss ich noch weitermachen? Nein. Warte, das Pferd hat gerade geguckt, das hat sich gerade für uns interessiert. Oh, das ist wild in die Kamera. Da guck mal. Es wollte nur essen. Naja. Schade Schokolade. Okay, ich habe was gesehen, was wichtig ist. Ja? Warst du heute schon im Gym? Ja, nee. Ist hier ein Gym in der Nähe? Ich glaub, nee, ich glaube nicht. Aber vorne kann man Klimmzüge machen. Klimmzüge? Ja, da. Ja. Siehst du das? Ja, das sehe ich. Meinst du, kann man einen machen? Ich glaube nicht. Kannst du einen Klimmzug? Nein. Ich glaube, das hält mich nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist für Kinder gemacht, Ryan. Und du wiegst 107 Kilo. Eigentlich, ich guck mal. Nein, Ryan, tu das nicht. Du bist zu schwer dafür. Das hält mich echt nicht. Das ist für Kinder. Vielleicht meinst du, das hält mich? Boah, das ist gar nicht stabil. Kannst du mal testen? Oh, nee, das ist auch für Pferde, glaube ich. Oh, stimmt, das ist nicht für Klimmzüge. Ich dachte, ich kriege meinen Workout jetzt hier heute. Naja. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt inzwischen wieder zu Hause. Wir haben es jetzt leider schon ein paar Tage später. Es ist etwas Schlimmes passiert, Leute. Und zwar wollten Easy und ich am nächsten Tag eigentlich noch weiter filmen. Ich wollte da wieder hinfahren und wir wollten, also ich wollte den Vlog weitermachen und noch ein paar Real-Life-Videos aufnehmen. Aber ich bin einfach krank geworden, leider den Tag danach. Richtig ärgerlich. Ich bin eigentlich fast nie so richtig krank. Deswegen war das ja extrem ärgerlich. Vorhin hatten wir eigentlich erst 3 Tage geplant zum Filmen. Den einen Tag konnte Easy erst dann doch auf einmal nicht. Dann war ich da und dann war ich den nächsten Tag krank. Das heißt, statt 3 Tage hatten wir jetzt nur einen. Aber egal, war auf jeden Fall trotzdem mega cool. Wir holen wahrscheinlich die anderen Tage irgendwann anders nach. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Like da. Und auf Wiedersehen.